Hallihallo, hier ist mal wieder Kurasu. Wir sind zurück in Alex Hallo Werker. Ach, holt eure Kiste mal her. So, wir waren zum Schluss hier in der Ecke stehen geblieben. Auch in dieser Folge heißt es wieder, unsere erste Ortschaft Gulherd erkunden. In der Hoffnung, damit irgendwann mal fertig zu werden. Ich bezweifle, so groß wie die ganze Sache hier ist. So, aber hier hinten sind wir jetzt, denke ich mal, so ziemlich durch. Hast du schon ein Pflänzchen? Ja. So, da vorne dürfte ich eigentlich auch überall gewesen sein, oder? Ich denke doch. Dann weiter hoch. So, noch weiter hoch. Eieieiei. Komm, mitnehmen. Nehmen wir es auch mit. Wache. Oh, Duras, hallo, du wieder. Wie sieht's aus, Flüchtling? Du findest dich offensichtlich schon gut zurecht. Ja. Brauchst du meine Hilfe? Nein, aber deine Lippen können sich bitte bewegen. Was hast du anzubieten? Wir können voneinander profitieren. Ich habe einen ziemlich miesen Auftrag von Warlord Ragnar erhalten. Ein Mord ist hier geschehen und hier hat Ragnar aufgebrummt, den Mörder zu finden. Dam. Und du weißt, dass ich dir bei deiner Mördersuche helfe. Eine Hand wäscht die andere. Wer wurde ermordet? Sein Name war Askor. Er war ein Berserker. 3 Monate lang wurde er vermisst, bis Warlord Ragnar ihn im tiefen Wald vor Goliath fand. Vor etwa einer Woche war Ragnar auf einem seiner Kontrollgänge. Da sah er Askors Leiche, niedergestreckt mit einem Schwert. Kein schöner Anblick. Okay. Ich finde den Mörder. Wie steht's um deine Kampfkraft? Kleriker. Habt ihr öfter Kleriker in Idan? Ignadon, die tödliche Felsenlandschaft weit im Osten, scheint den hochtechnisierten Klerikern nicht mehr genug Rohstoffe zu liefern. Daher kommt es in letzter Zeit vor, dass sich einige dieser religiösen Fanatiker hierher verirren. Sie scheinen etwas zu suchen, sonst würden sie nicht so weit weg von ihrer Heimat Ignadon operieren. Sehr viel weiß ich darüber allerdings nicht. Hast du schon einen Verdacht? Warlord Ragnar vermutet, dass es einer aus Goliath war. Und wenn das so ist, dann muss es jemand sein, der sich außerhalb der Stadt gut auskennt. Für Ragnar kommen da nur 5 Kandidaten in Frage. Oh, er schrieb sie mir auf eine Liste. Keine Ahnung, warum gerade diese 5. Ragnar wird seine Gründe dafür haben. Okay. Warum willst du unbedingt meine Hilfe? Du bist für sie ein Fremder. Dir werden sie zuhören. Was ist das denn für eine Logik? Ja, eigentlich schon. Jetzt traut im Moment niemand dem anderen. Darum fürchte ich, werden sie erst gar nicht mit mir reden. Du bist jemand von draußen. Ein neutraler Beobachter, wenn man so will. Dir werden sie die Wahrheit sagen. Ist das der Grund, warum du mir bei der Observierungsstation in den Bergen geholfen hast? Weil du ohne mich diesen Fall nie gelöst bekommst. Kann schon sein. Okay. Ich finde den Mörder. Das hört sich sehr zuversichtlich an. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Ja, genau. Pass auf. Hier ist meine Belohnung. So. Du wirst mit den Verdächtigen sprechen. Ich halte mich im Hintergrund. Okay, wer sind die Verdächtigen? Wer sind die Verdächtigen? Der erste auf der Liste ist Barin. Ein ziemlich fauler Drückeberger. Solange ihn keiner treibt, verbringt er seine Zeit am liebsten mit Faulenzen im Wald. Der zweite ist Torgal, ein Bär von einem Mann. Er hält sich meist im Land Abesser auf. Geron hat sich erst kürzlich von uns abgewendet und macht sein eigenes Ding draußen im Wald.
Sehr verdächtig, wenn du mich fragst. Zuletzt sind da noch Iador und Rock. Der eine ein Neuzugang, der andere noch nicht ganz trocken hinter den Ohren. Sie sind allesamt immer viel unterwegs. Es wird nicht leicht, sie zu finden. Na super. Wie sieht deine Strategie aus? Nun, zuerst müsste man sie fragen, wo sie zur Tatzeit waren. Und dann, keine Ahnung. Ich lass mir was einfallen. Okay, super. Da habe ich keinen Zweifel. Okay. Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Ah, okay. Du kommst nicht mit? Ich kann hier gerade nicht weg. Die erste Befragung wirst du alleine machen müssen. Aber dann gehört mein Schwert ganz dir. Ah, okay. Okay, okay, okay. Die erste muss ich alleine machen. Okay. Oh, ich darf einen Hammer mitnehmen. Ich habe einen Hammer. Noch was. Könnte ich es auch mitnehmen? Was ist das? Darf ich es mitnehmen? Was ist das? Nein, darf ich nicht anscheinend. Okay. Ist einfach mal niemand, okay. Ein Heiler. Setzerin. Kann ich was für dich tun? Eigentlich hast du hier nichts zu suchen. Nachtwache. Was ja, willst eigentlich. Du hier? Nichts, außer Leute zum Reden, die mir vielleicht eine Quest geben oder endlich mal eine Quest beenden und so. Noch eine Wache. Da scheint Alex überall rumzuliegen und eine Person sehe ich da. Gormak. Ah, ein Fremder. Ich hoffe, du wirst hier gut behandelt. Ich weiß, dass die Leute hier gerne über Fremde tratschen, auch wenn wir es nicht tun sollten. Wir sind alle im Krieg mit den Alps. Wir freien Menschen sollten zusammenhalten und uns nicht an jeder Ecke misstrauen. Okay. Was erzählt man sich über mich? Ich habe keine Ahnung. Ich höre bei dem Getratsche hier nicht besonders genau hin. Ich mache mir lieber mein eigenes Bild. Okay. Die meisten Bewohner Goliaths stehen allem Fremden misstrauisch gegenüber. Das wundert einen auch nicht bei dem, was außerhalb Goliaths auf einen wartet. Aber du bist nicht der Erste. Die meisten Fremden werden hier kritisch beäugt. Das ergeht jedem so, der unser Tor durchschritten hat. Ich bin alt genug, um Geschwätz und Wahrheit auseinanderhalten zu können. Nur krieg das mal in die Schädel dieser Sturköpfe hinein. Da hilft es auch nicht, sie auf unser Gesetz hinzuweisen. Okay. Scheinst kein Niemand zu sein. Du scheinst kein Niemand zu sein. Das will ich meinen. Ich bin der Warlord des Hammerclans. Und als solcher der Schrecken unserer Feinde. Es gibt nichts auf der Welt, das ich mit unserer Magie messen kann. Wir tragen das Mana in uns. Unsere Körper sind ein unerschöpflicher Quell der Macht. Unsere Magie ist stärker als alles, was es auf dieser Welt gibt. Selbst okay. Die Energiewaffen der Kleriker können es nicht mit unseren Kämpfern aufnehmen. Ja, das klingt jetzt aber ein bisschen, ne? Wie stehst du zu dem Gesetz? Wir vom Hammerclan sehen es als notwendiges Übel an. Aber es geht uns in vielen Punkten zu weit. Darum sehen wir auch über manche Verstöße großzügig hinweg. Aha. Wieso geht euch das Gesetz so weit? Unser Mana macht uns stark und unsere Magie zu gefürchteten Kämpfern. Stell dir vor, wir Berserker würden die Kraft des Manas mit den Energiewaffen der Kleriker oder den Sprengstoffen der Outlaws erweitern. Ein Berserker mit der Kraft der Mana-Magie im Rücken und einem magisch verstärktem Raketenwerfer auf der Schulter. Ja. Was könnte so jemanden aufhalten? Aber ja. Wir haben die Gesetze nicht ohne Grund. Also werden selbst wir vom Hammerclan nichts in diese Richtung unternehmen, solange die Gesetze in dieser Form existieren. Es wird eine Zeit kommen, da werden wir die alten Gesetze erneuern müssen, um zu überleben. Aber letzten Endes zählt nur, dass wir alle an einem Strang ziehen.
Das hast du aber schön gesagt. Gibt es Probleme zwischen den Clans? Natürlich. Aber wir Warlords sind uns bewusst, dass wir als Berserker zusammenhalten müssen. Ansonsten bricht unsere Gemeinschaft auseinander. Trotzdem gibt es Leute, die das nicht verstehen. Und welche Leute denn? Welche Leute? Ach, alle möglichen. Nicht nur unsere eigenen Clanmitglieder. Es gibt häufig Auseinandersetzungen zwischen den Clans, gegen die wir Warlords nichts ausrichten können. Sobald wir uns einmischen, geloben alle Beteiligten Besserung und danach läuft alles so weiter wie vorher. Jo. Manchmal kommt es mir vor, als würde ich einen Haufen Kinder beaufsichtigen. Kinder mit scharfen Messern. Gegenüber verhalten sie wahrscheinlich anders. Mir gegenüber verhalten sie sich wahrscheinlich anders. Da könntest du recht haben. Du könntest mir mal den Gefallen tun und mit Eldor reden. Er hat seine Hütte unten bei den Setzern und macht ständig Stunk gegen den Eisenclan. Vielleicht könntest du dich mal seiner annehmen. Er soll aufhören, einen Keil zwischen uns zu treiben. Ich kriege immer mehr Quests und ich mache nichts fertig. Ja. Also wirklich schon damit zum Gothic. Okay, mal alles beim Alten, würde ich sagen. Für die, die sich wundern, habe ich mal Gothic erwähnt, nicht sowas wie Risen. Ich habe Risen nicht so intensiv gespielt. Ist gar nicht. Je nach Teil jetzt. Und ja. Und ja, da gehört schon über mein Haupt. Ich weiß. So, das war's aber dann schon mal hier wieder mit der Ecke. Jetzt bleibt nur noch das ganz große Ding hier. Wache mir entgegen. Das scheint so deren Hauptgebäude zu sein. Werkbank. Irgendwas für Alchemie oder sowas in der Richtung hier. Ein Energiespeicher, den darf ich mitnehmen, dann tun wir das auch. Mana, oh. Pures Mana. Das ist, glaube ich, Ragnar, oder? Ja, Ragnar. Es erinnert aber schon sehr stark an Wikinger. Auch jetzt hier diese Hütte, die sie so ein bisschen umgebaut haben. Auch die Namen, Designsnamen, Ragnar und so, ne? Das erinnert stark an Wikinger. Was? Achso, weil ich da drinne war wahrscheinlich. Oh, die haben sich ja gleich, ey. So, dafür ist jetzt mein Krug. Habt ihr jetzt davon. Ist wieder ein Ausgang oder nicht? Bin mir gerade unsicher. Irgendwie ja und irgendwie nein. Ein altes Auto, cool. Oder was bist du? Ja. Ah, hier hinten ist wahrscheinlich sowas wie eine Farm, ne? Oder auch nicht. Das sieht irgendwie komisch aus, was auch immer das hier ist. Hoffen wir mal, hier kommt jetzt nicht sonst was vorbei geschlendert. So alte Gebäudeteile, ich glaube, die lasse ich mal so, wie sie sind. Tun wir mal jetzt speichern. Dann sind wir mal kurz. Ach, ich schaffe es aber auch, mich noch umzubringen aufgrund von Fallschaden. Sind wir kurz mutig und gehen hier unten hin. Was liegt doch da noch? Oh, großer Elixierbeutel. Oh, sehr schön.
50 Elixit. Ja, das ist doch was. Herz. Kannst du wieder nochmal anschlagen. Alles gut. Alles gut. Was haben wir hier? Irgendjemand tot ist auf jeden Fall. Warte. Alva, den sollten wir noch suchen. Die tote Wache. Elektroschrott. Klopapier. Hat er sich tot geschissen? Auf jeden Fall haben wir die Wache jetzt gefunden. Was für ein Zufall gerade, echt. Okay. Dann haben wir das auch schon mal geklärt. Wer hätte echt hier danach gesucht, nach dem, ey? Das ist echt nicht schlecht versteckt. Gut. Ja. Hier. Geschafft. Das war natürlich vollkommen berechnet und das war mir vollkommen klar, dass wir das natürlich schaffen. Not. Blümchen, das erlegt die Alex. Also früher haben wir nach Gold gesammelt und nach Erzen und was war damals noch so gothic alles? Weiß ich gar nicht mehr. Bolzen, Pfeile, das war auch so ein Gut, was man immer irgendwo gefunden hat. Immer, mehr davon. Im Endeffekt war man wahrscheinlich ein Magier und hat es nie benutzt, aber man hatte es. Lieber zu viel von dem Schrott, als gar nicht zu haben und dann zu brauchen. Ne? Also, da eh das Inventar endlos ist, kann man ruhig mal sowas machen, ne? So, interessant ist noch, dass es hier aufwärts geht. Dann kann ich einfach jede Öllampe einfach mal mitnehmen, so aus Prinzip, so von wegen Öllampen. Krühe, davon haben wir jetzt genug, da kann sich jeder bedienen. Naja, gut. Ja, nicht so weit. Lesium-Fackeln, wer weiß, in was für Orte wir uns noch rumtreiben, nehmen wir mal mit. Elektroschrott nehmen wir auch mit. Und das ist ganz schön verwinkelt. Geldbündel, warum auch immer nicht, ja, nehmen wir mit. Eisen, wie war das eben mit Erzen finden? Lol. Komm, reden wir davon. Was ist eben mein Jetpack angemacht? Das wollte ich jetzt nicht. Wie weitläufig das hier alles ist. Das ist als erste Ortschaft unglaublich, ey. Dachte ich, höre hier noch Ratten. Ja. Oh, gibt's einen Erfolg? Jäger. Rattenjäger, ja. Naja. Jäger ist erstmal Jäger. So, und hier geht's dann auch nochmal weiter. Was ist denn das hier alles, ey? Ah, warte mal, das kann ich mir denken, wo das hinführt. Oder auch nicht? Nee, doch nicht. Auf jeden Fall nochmal andere Katakomben. Ich würde sagen, die erkunden wir in der nächsten Folge genauso wie noch mehr Teile dieser Ortschaft. Endlos viel. Aber wir haben jetzt ein, zwei Quests weitergemacht. Also ein bisschen Erfolg hatten wir. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen da oder einen Kommentar. Würde mich riesig überfreuen. Bis in der nächsten Folge, Leute. Bis hin. Tschüss.